aufnehmen, Tom. Los, schnell! Oh. Du hast hier Gespenst gespielt und ich dachte schon, ich drehe durch. Nein! Und du bist seine Komplizin. Ihr seid Diebe. Nein! Ich hole die Polizei. Nein! Doch! Falls ihr mich verratet, seht ihr euren Freund hier. Nie wieder! Es gibt sicher eine Erklärung. Der Dieb ist ein anderer. Oh. Also das darf doch nicht wahr sein. Also, ich hole die Polizei. Aus, Schluss. Hey, hey Tom. Tom, du musst Lorenz finden. Er ist sicher noch irgendwo im Schloss. Bin schon unterwegs. Also da kommst du nicht raus. Abgesperrt. Turbo-Flachtrick. Los! Tom, Turbolupe ausklappen. Detektive, das Frettchen trägt doch zum Spuken diese komischen Flauschpantoffel. Haltet Ausschau nach Haaren, hm? Und? Habt ihr die Haare der Flauschpantoffel entdeckt? Hm? Wo liegen da die Haare? Hm? In welche Richtung ist das Frettchen geflüchtet? In welche Richtung müssen wir jetzt? Volltreffer! Eine Geheimtür. So bin ich nur auf dieses Gespenst hereingefallen. Ich muss Tom helfen. Ich bin ja jetzt ganz ruhig, ja? Der Herr Anton wird sie... Also, die Polizei wird gleich da sein. Anton, ich... Ich hab's mir anders überlegt. Wir nehmen das Bürschchen mit. Die Jacke, los! Lass den Krempel kommen! Zu spät! Weit können Sie nicht sein, Tom. Los, such sie! Falls an den Schrotthaufen zurück, sonst muss ich den Jungen hier sehr wehtun. Moment! Nicht? Nein! Nein, Tom! Halt! Das Frettchen meint es ernst. Und wie? Sie haben Lorenz. Wir müssen ihm helfen. Ja, aber wenn ich das Frettchen erkennt, dann passiert Lorenz was. Psst. Hey, Sie! Ja? Achtung! Ich verwandle mich und Sie schieben mich in die Richtung, die ich Ihnen sage. Ja.
Kimba geradeaus. Gut. Gut so. Sehr gut. Ja. Was ist? Verwirrung. Wieso? Die Gauner sind fort. Ah, du, das glaube ich nicht. Die sind noch in der Nähe, die verstecken sich nur. Tom, halt die Augen offen. Haben Sie etwas gesehen, Boss? Ja, Tom. Und ihr, Detektive? Hm? Wo versteckt sich das Frettchen? Ha? Bei seinem Versteck? Da findet ihr den letzten Lösungsbuchstaben von heute. Weit und breit. Der Junge hier ist unser Goldstück. Den behalten wir. Auf zum Auto. Das Frettchen ist eiskalt. Es muss uns gelingen, Lorenz blitzschnell zu befreien. Ich kann die Gauner für eine kurze Zeit ablenken, Tom. Gut, ich rette Lorenz. Der Gärtner gefällt mir nicht. Könnte einen neuen Haarschnitt gebrauchen. Quatsch! Er kommt mir einfach komisch vor. Ach, reg dich ab. Du siehst schon Gespenster. Alle Leute schauen schon her. Gas geben, Gas geben, schneller. Wir brauchen den Jungen. Unser Goldstück. Unsere Beine. Was sie noch alle? Ein Schlossgespenst wurde entlarvt, lange verschwundene Kostbarkeiten sind wieder aufgetaucht und eine junge Sissi im Schloss. Applaus für ein starkes Mädchen! Wir haben uns auch gedacht, wir ehren auch den Jungen, der unser 1 Million und erster Besucher ist. Wir haben auch ihn ein wenig verkleidet. Hier ist er! Film. Da hat der Kaiser Sissi immer geküsst. Oh, Detektive, jetzt seid ihr an der Reihe. Jetzt wird's für euch nämlich spannend. Wenn ihr den heutigen Fall gelöst habt, 5-mal die richtige Antwort gefunden habt, dann ergeben eure Buchstaben von hinten nach vorne gelesen das heutige streng geheime Codewort. Und jetzt könnt ihr mitspielen und gewinnen. Viel Glück! Ruft an und sagt das streng geheime Codewort auf den Anrufbeantworter 0810 001 199. Ruft ihr von außerhalb Österreichs an, dann wählt 0043 810 001 199. Ihr könnt auch ein Fax schicken an die Telefonnummer 888 3000. E-Mails bitte an tomturbo@orf.at und Briefe und Postkarten an den ORF 1136 Wien, Kennwort Tom Turbo. Ob ihr gewonnen habt, seht ihr im Teletext auf Seite 709 oder im Internet unter konfetti.orf.at. Das Codewort des letzten Falles war
Jacke. Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern. Ihr bekommt für eure turbotolle Grübelleistung ein spannendes Tom-Turbo-Buch und unsere Detektivurkunde. Tauch ein in dein geheimnisvolles Abenteuer. Von Knabbernussi gibt es dazu ein mega cooles Zelt und jede Menge Knabbernussi-Snackwürstchen in vier verschiedenen Geschmacksrichtungen. Der alte Kaiser Franz Josef soll immer gesagt haben, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Und ich sag zu euch, bleibt auf der Spur.